falling in love in my old blue car, driving through the night with you on my mind. All I wear clothes, warm skin, no shoes, swimming in the dark is always such a rush with you. You driving from the beach in an old blue Benz, you're sitting in the back, laughing with your friends. Caught a glimpse of you underneath the moon. Now it's in my head, all that I can see. Hello, hello. Ich habe mich sehr, sehr lang nicht mehr gemeldet. Beziehungsweise für meine Verhältnisse sehr, sehr lang. Ja, ich habe gerade ein Video von Patti geschaut und irgendwie habe ich dann voll Lust bekommen, auch mal wieder die Kamera rauszuholen. Ja, die letzten Wochen waren eine Mischung aus allem, so ein bisschen. Ja, ich weiß irgendwie gar nicht so richtig, was ich jetzt irgendwie alles so erzählen kann und möchte. Und irgendwie, es ist auch gar nicht so viel passiert. Irgendwie auch schon, das ist so eine ganz wilde Mischung gewesen. Es war auf jeden Fall gut, dass ich mir die Pause genommen habe. Ich weiß auch gar nicht, wann das Video, was ich jetzt gerade aufnehme, dann auch geschnitten wird und online gehen wird. Aber ja, was ist so los gewesen die letzten Wochen? Ich hatte psychisch ein ziemliches Auf und Ab. Dafür war das Auf tatsächlich sehr, sehr gut. Ich glaube, ich hatte die letzten paar Wochen somit die beste Laune, die ich ehrlicherweise seit 2-3 Jahren hatte. Also wirklich mal wieder so eine ehrliche Freude, dass es mir irgendwie wirklich gut ging, dass ich Sachen gemacht habe, dass ich Leute besucht habe. Ich war in Salzburg bei einer Freundin. Ich war halt irgendwie einfach unterwegs und habe halt wirklich einfach mal wieder Freude gespürt. Und es hört sich richtig schlimm an, wenn man das so sagt, finde ich auch selber. Aber ich habe die letzten Wochen auch gemerkt, wie sehr Corona mich verändert hat, beziehungsweise der Lockdown, was ich nie so gedacht hätte. Aber vor allem mein Sozialverhalten hat so drunter gelitten. Ich war nämlich früher total sozial. Also wirklich, ich war eigentlich immer unterwegs und immer auf Achse und keine Ahnung was. Und dann bin ich halt in eine neue Stadt gezogen vor einem Jahr und auf einmal habe ich das komplett unterdrückt, dieses soziale Bedürfnis. Also wenn man mich gefragt hätte, also ich habe schon ein bisschen was gemacht mit Leuten, aber eigentlich habe ich nichts gemacht. So, also ich war wirklich sozial nicht viel aktiv, habe mich halt deswegen, glaube ich, auch sehr doll auf Uni konzentriert. Und ja, irgendwie ist dann da so ein totales Ungleichgewicht entstanden und jetzt so die letzten Wochen war ich, keine Ahnung, ich habe einen neuen Sport ausprobiert, ich war in einem Verein und bei einem Vereinstraining und keine Ahnung was und lauter so Sachen, die ich halt nicht gemacht hätte, einfach so. Ich hatte wieder Corona, das war nicht so cool, weil ich jetzt gerade Sportpause deswegen wieder ein bisschen machen muss, aber es waren einfach trotzdem sehr, sehr viele positive Sachen. Ich gehe jetzt auch gleich mit einer neuen Freundin was essen, worauf ich mich auch sehr, sehr freue und es war auch nicht nur alles gut, also das wäre jetzt auch falsch, irgendwie so zu tun, als hätte ich jetzt das Highlife auf einmal gehabt. Aber ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viele alte Anteile, sage ich jetzt mal, wiedererkannt, von denen ich irgendwie dachte, dass sie nicht mehr da wären, was mir sehr gut getan hat und auch Hoffnung gegeben hat, dass das alles wieder besser wird. Ich habe sehr, sehr viel über mich nachgedacht, über meine Beziehung zu Noten, meine Beziehung zur Uni, weil, ja, ich weiß nicht, man kann es, also gut, wenn man meinen Kanal vielleicht so ein bisschen verfolgt hat, hat man vielleicht schon gemerkt, dass ich sehr, sehr, sehr viel Zeit in die Uni investiert habe und halt auch sehr, sehr viel mich auch offen über meine Noten definiere. Also das ist einfach so ein Coping-Mechanismus, den ich irgendwann mal entwickelt habe und der halt dafür gesorgt hat, dass, egal was in meinem Leben passiert ist, ich immer einen Kontrollmechanismus hatte und das waren eben die Noten und das habe ich irgendwie nie so ganz losgelassen. Und ich kann auch nicht erwarten, dass es von dem einen auf den anderen Tag passiert. Ich kann halt versuchen, immer wieder mehr zu arbeiten und ja, mein Ziel ist es auf jeden Fall, einen gesünderen Umgang da irgendwie mit zu entwickeln und mich nicht so stressen zu lassen, weil, ja, das war einfach die letzten Semester überhaupt nicht der Fall, weil es halt auch einfach war, dass es nichts anderes gab. Also wenn man natürlich sehr wenig außenrum tut, dann ist es sehr einfach, sich auf das eine zu beschränken. Ja, ich habe irgendwie mein Verhalten hinterfragt, Menschen gegenüber, die mir auch sehr, sehr viel bedeuten. Da gab es auch wirklich ein paar Veränderungen in den Beziehungen, sei es irgendwie zu den Eltern oder zu engen Freunden, dass man da auch mal ein bisschen aufgeräumt hat, Sachen geklärt hat, weil nur wenn man halt was immer tut, heißt nicht, dass es gut ist. Und wenn sich da irgendwelche Verhaltensweisen einschleichen, dann sollte man da vielleicht auch ein bisschen drüber nachdenken. Ich habe meinen alten Job gekündigt, den ich jetzt dann 3 Jahre gehabt hätte, der noch in meiner Heimat war. Und wenn man mich gefragt hätte, dann hätte ich, glaube ich, immer gesagt, dass es mich nicht so sehr stresst. Also, dass das alles noch im Rahmen ist. Zwar nicht viel in der Pflege. Und das Problem ist, wenn man in der Pflege arbeitet, und das ist das Problem generell an diesem ganzen Bereich, einfach die Belastung, die damit einhergeht. Sowohl die Arbeitsbelastung, weil die Schichten bei uns waren immer 24 Stunden lang, was sehr, sehr lang ist, weil du halt 24 Stunden arbeitest. Und du bist immer auf Abruf. Das heißt, wir haben diese WhatsApp-Gruppe gehabt, wo ständig reingeschrieben wurde, ob irgendjemand einspringen kann. Und das allein, also ich habe dann ständig mit einem schlechten Gewissen zu tun gehabt, wenn ich irgendwie nicht einspringen konnte. Oder du wurdest ständig angerufen und das war einfach irgendwann so eine Belastung, dass ich mir auch dachte, okay, ich kann das nicht mehr und ich will das auch nicht mehr. Ich konnte diese Stunden, also diese Schichtlänge konnte ich auch irgendwann nicht mehr stemmen. Das war mir zu viel. Ich hatte ja auch wirklich ein paar Mal Panikattacken auf der Arbeit auch und du kannst halt nicht einfach gehen, weil bis man jemanden findet, der eingesprungen ist, vor allem der dann halt einspringt für die nächsten 16 Stunden oder wann auch immer das halt ist halt voll schwierig und ja, bin dann da gegangen und es war auf jeden Fall eine gute Entscheidung. YouTube, ich mache das jetzt ein Jahr. Wie es hier weitergeht, weiß ich nicht, weil ich werde auf jeden Fall nicht regelmäßig hochladen. Ich werde so hochladen, wie es mir taugt, wie es mir Spaß macht, weil ich auch gemerkt habe, dass ich irgendwann, also der Algorithmus belohnt es einfach, wenn man regelmäßig hochlädt. Es ist einfach so, man merkt, dass die Videos weiter verbreitet werden, dass neue Leute dazukommen und das hat mich auch total gefreut, aber irgendwann fängt man an, nur noch von Video zu Video zu leben und dieser Kanal ist ja überhaupt nicht groß und wenn es mir jetzt schon so geht, dann kann ich mir, glaube ich, nur ein bisschen vorstellen, wie es CreatorInnen geht, die davon leben. Aber ja, es ist auf jeden Fall nicht gut gewesen und ich wünschte, ich könnte diese Zahl einfach irgendwie ausstellen und einfach nur Kommentare kriegen. Die Kommentare waren auch immer so eine Sache, man präsentiert sein Leben, man hat diesen Austausch und man kriegt auch manchmal Sachen zu hören, wo man vielleicht keine Meinung zu wollte, vor allem wenn man sich selber nicht ganz unsicher ist. Und man stellt sich halt auf diesen Teller, auf diesen Präsentierteller und klar kann dann jeder was zu deinem Leben sagen, aber an manchen Tagen haben mich manche Kommentare wirklich schon auch ein bisschen mitgenommen. Du siehst ja auch nicht alles, also manche Kommentare werden ja gar nicht direkt angezeigt, sondern die werden dann nur den CreatorInnen in einem extra Reiter in den YouTube-Kommentaren angezeigt, weil sie halt irgendwelche Sachen enthalten, dass sie eben erstmal freigegeben werden müssen. Und man selber liest die Sachen ja trotzdem. Aber da kommen wir auch zu einem Punkt, mein letztes Video, ich habe das wirklich nur hochgeladen, um ein kurzes Lebenszeichen zu geben, um kurz zu sagen, dass ich jetzt erstmal nichts mehr hochlade. Und ich war überwältigt von der Resonanz. Jeder einzelne Kommentar hat mich so gefreut und hat mir so viel bedeutet. Und ich wollte an jeden und jede Einzelnen, der da kommentiert hat, einfach mal Danke sagen. Ich fand es so, so, so schön und so, so, so nett. Und ja, danke dafür. I know you go like you know me. Let's run away together, go and live by the sea. Yeah. I know a place and it's pretty far away. Well, we could leave tomorrow and be there by Saturday. Well, it is pretty simple, but that is all we need. We would have each other and live off the coconut seed. I know you love the ocean and you love the sun. We could take our clothes off and have some. Hello, hello, frohe Ostern. Ich glaube, ich werde wieder regelmäßiger Videos machen. Ich hatte gestern nämlich so einen Gedanken und der hat sich sehr, sehr gut angefühlt im Sinne von, dass ja diese Videos meinen eigenen Prozess auch so ein bisschen mit filmen sollen und dass ich ja einfach noch nicht da bin, wo ich hin will, aber dass, wie gesagt, ein Prozess ist und Zum Beispiel jetzt ja nächste Woche das Semester anfängt und ich möchte wirklich, wirklich an mir arbeiten, eine Balance zu haben, dass ich eben nicht den ganzen Tag eine Uni mache, dass ich auch ein Privatleben habe, dass ich mich nicht über meine Noten definiere und das habe ich halt nie abgelegt und jetzt mittlerweile sind es halt doch einige Jahre, die schon so laufen und ich würde das gerne ändern, aber es wird halt ein Prozess sein und irgendwie den Anspruch zu haben, dass ich dann auf YouTube nur das so präsentieren kann, wenn ich es dann schon geschafft habe, ist eigentlich falsch, weil dafür ist es nicht da und ja, deswegen mal schauen. Ich freue mich auf jeden Fall auf das, was kommt. Ich freue mich auch wieder ein bisschen mehr zu filmen und ja.